Genau, ich bin Janika Schulz, Journalistin und habe zusammen mit zwei Kollegen, oder eigentlich waren wir ein größeres Team, quasi ein dreiköpfiges Kernteam und ein größeres Team, haben wir an einem Multimedia-Projekt gearbeitet zum Thema Arbeitslager in China, und der Übertitel ist Das dunkle System. Dass man immer die Zusammenhänge sehen sollte von einem einzelnen Event. Also wir haben Strafgefangene interviewt, die in einem Straflager in China interniert waren, und was das für Langzeitfolgen auf die Person direkt hat und auch auf die gesamte Familie. Also dass das einfach Ketten sind, die sich da dran aufbauen, und dass man nie ein Event einzeln betrachten kann, sondern dass das sehr viel, sehr mannigfaltige Auswirkungen hat. Wir waren in China vor Ort 2012 und haben zu unterschiedlichen Themen recherchiert, unter anderem zu dem Thema Arbeitslager. Und dann ergab sich die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen, die in diesen Arbeitslagern interniert gewesen sind. Und man hat sofort gemerkt, wie stark die dadurch beeinflusst sind und auch die Familien und ihr gesamtes Leben nachhaltig geprägt ist. Und das war eigentlich so eine Initialzündung, okay, da möchten wir tiefer hinschauen.